Ich war so oder so am Hin und Her überlegen, nochmal etwas zu Leroy zu machen, weil ich in meinem letzten Video, was sich ohnehin mit sehr, sehr unschönen Praktiken von ihm befasste, einiges übersehen habe. Das, was ich übersehen habe, macht die Angelegenheiten nochmal 50 Nummern schlimmer. Hört sich jetzt übertrieben an, aber es ist so. Rein hypothetisch gesagt, was wäre, wenn ich nicht gesehen hätte, es meinen Glotzkegeln in der Birne hinweggehuscht wäre, dass er mit der Werbung über den Kerl da eigentlich gerade Casino-Werbung macht? Das wäre ja schon ein ganz schön starkes Stück mit einer Million Reichweite und in Teilen jüngeren Community, vor allem wenn das Ganze ohne Aufklärung und Warnhinweis stattfindet, oder? Aber das besprechen wir im dritten Teil des Videos. Und nicht nur das, da kommt noch einiges mehr. Es wird scammy, meine Freunde. Im ersten Teil dieses Videos reden wir über, naja, was er gerade so im Generellen tut. Im zweiten über den großen nächsten massiven Schmutzmove, den er gebracht hat. Die Worte sage ich jetzt das dritte Mal innerhalb eines Monats. Leroy hat mal wieder reingeschissen. Er hat wieder eines dieser Videos gemacht. Die ganz besonderen Videos. Los geht's. Achso, bevor ich das vergesse, liked mal alle das Video. Es hat viel Zeit und Nerven gefressen. Wäre mir und dem Algorithmus ein innerliches Blumenpflücken. Macht ihr das nicht, fange ich mein nächstes Video wieder nicht mit nah an. Also, das könnt ihr nicht wollen, ne? Deswegen liked das Video. Das ist Erpressung. Wenn Leroys Kanal eine CSGO-Runde wäre, dann hätte schon ein Server-Kick gehagelt wegen zu viel Friendly Fire. Wenn Leroy eine Katze und sein Kanal das Kitten von ihm wäre, würde das so aussehen. Wenn man Leroy sagen würde, drück mal den A-Knopf auf deinem GameCube-Controller, um deinen Kanal zu zerstören, würde er das hier tun. Ich weiß nicht, warum er den A-Knopf drückt, ich weiß nur, dass er es tut. Wieder und wieder. Guckt euch mal die Bewertung von seinem letzten Video an. 2500 Likes, 10.000 Dislikes. Das Video davor, 3500 Likes, 5000 Dislikes. Er ist gerade in einem Stadium, in dem sein Kanal auf dem Spiel steht, weil seine eigenen Viewer langsam die Schnauze voll haben. Die Pufferzone ist langsam verpufft. Zuschauer, gerade eines so großen Kanals, haben in der Regel eine gewisse Toleranz gegenüber Klogriffen. Einige mehr, andere weniger. Je nachdem, wie stark die parasoziale Bindung zwischen ihm und den Zuschauern war halt. Je öfter du jedoch reinscheißt, was rede ich von reinscheißen? Je öfter du in aller Öffentlichkeit explosiv diarrhöst in Videoform, desto höher ist die Chance, dass Zuschauer abspringen und sauer sind. Mehr Dislikes als Likes, nicht mal knapp übrigens, sind gerade bei ihm die Norm, nämlich sogar bei Videos, die eigentlich nichts Verwerfliches drin haben. Das ist kein gutes Zeichen. Wir hatten ja schon das hier angesprochen. Er verliert das erste Mal seit Erstellung seines Kanals Abonnenten. Vergleicht mal die Klicks des gesamten letzten Monats mit denen, die er noch vor einem Jahr gemacht hat. Es wäre nicht mal schwer gewesen, diesen Absturz zu verhindern. Er hätte einfach nur in gewissem Maße auf die Kritik hören müssen. Nicht mal komplett. Bei ihm wird ja wirklich viel kritisiert, mit völlig verschiedenen Gewichtungen. Das reicht vom reinscheißen dritten Grades, sprich, das musste jetzt nicht sein, Videos. Beispiel das mit dem Hacker. Er verbreitet halt Unsinn und Unwahrheiten zu einem Thema, was jetzt keine große Relevanz hat, wo es nicht viele negative Konsequenzen gibt, dass da eben falsch drüber geredet wurde. Bis hin zu reinschissen ersten Grades. Alter, das kannst du verdammte Scheiße nochmal nicht bringen, Videos. Beispiel WW2, in dem Geschichtsrevisionismus betrieben wird, und zwar der ganz üblen Art. Er hätte einfach nur diese ganz dicken Brocken nicht immer wieder bringen müssen. Vielleicht zweimal drüber nachdenken, was man da hochlädt, oder jemanden gegenchecken lassen, irgendwen, der die Videos ausbessert und Falschinformationen richtig stellt, und dieses ganze Theater hätte vermieden werden können. Sich jemand dafür einzustellen, wäre gar kein Problem gewesen. Ich habe schon mal vorgerechnet, wie viel er in ungefähr im Monat verdienen wird. Ein sechsstelliger Betrag sollte da eigentlich locker drin sein, Placements. Er hat sich dagegen entschieden, für seine Verhältnisse ein paar Klimpermünzen auszugeben. Jetzt hat er die Konsequenz davon. Doch, Freunde, bevor es weitergeht, haben mein Partner Just Legends und ich etwas im Angebot für euch. Es ist wieder soweit, die Zeit des Jahres ist gekommen, in der wir euch einen Adventskalender vorstellen. Scheiße, wie schnell ist dieses Jahr rumgegangen? Zu bieten hat das gute Stück eine große Dose mit einem exklusiven Weihnachtsbooster basierend auf euren Kundenwünschen, eine große Hydrodose im Premium-Modell, einen exklusiven Metallshaker, die sind ziemlich beliebt bei euch, habe ich mir sagen lassen. Dieses Jahr gibt es nicht nur eine nicht releasede Sorte, sondern sechs im Kalender. Sonst war es immer eine. Außerdem zwei komplett neue Dinge aus dem Repertoire, ein Riegel zum Kauen und ein Smoothie. Ich hasse dieses Wort übrigens, ich kann das nie auf Anhieb richtig aussprechen. Natürlich auch exklusive Merch-Pieces, die es nur im Kalender gibt. Allgemein kann man sagen, 25 Produkte basierend auf dem, was bei euch beliebt ist. Ja, 25, ich dachte es mir auch. Hier seht ihr nochmal die beiden Kalender in der Grafik. Die Premium-Version ist im Groben ideal für alte Hasen, die schon mit den Produkten vertraut sind, während der Gaming-Kalender für Neukunden zugeschnitten ist. Das muss aber nicht, es können auch Neukunden die Premium-Version und Altkunden die normale Version nehmen.
Es ist halt insgesamt ein Shotgun-Schuss schöner Produkte. Was zeitlich aber näher dran ist, Halloween. Und auch dieses Jahr gibt es eine Event Edition. Der Performance Booster Wildberries mit diesem wunderbaren Design. Es gab ja schon mal eine Wildberries Version, diese ist aber anders. Besserer Geschmack, kein Taurin und eine komplett neue Formel. 25 Liter pro Dose, problemlos mischbar, alles aus natürlichen Guarana. Und hier seht ihr nochmal das wunderbare Bundle. Schlag zu, bevor es zu spät ist, gilt auch für die Kalender. Die Premium Version ist nämlich zu 65% ausverkauft, die Gaming Variante zu 20%. Vergesst nicht den Code Nero, 15% Rabatt und schmackhafte Provision für mich. Damit weiter im Text. Es wird ihm im Endeffekt auf jeden Fall mehr gekostet haben. Er hätte es sich auch noch einfacher machen können, den Abschuss zu verhindern. Kamera anschmeißen, auf Kritik eingehen und gegebenenfalls Fehler einräumen und Besserung geloben. Das ist nicht schwer, jeder macht Fehler. Es wäre sogar positiv gewesen, weil es super sympathisch ist, einzugestehen, dass man in Porzellanbottich gelangt hat. Wenn man dann eine Woche später nicht wieder Mist ähnlichen Ausmaßes baut und zum Oathbreaker-Paladin wird, ist doch alles gut. Es wäre so simpel gewesen, aber er hat sich für die Evil Route entschieden. Ein kritisches Atommüll-Video, mein Hyperbole-Game war auch schon mal besser, nach dem anderen ohne Statement, den Hate, den man bekommt, nutzen, um shady Geschäftspraktiken zu bewerben, und zu allem Überfluss wird dann auch noch Kritik gelöscht und geblockt. So sollte man nicht damit umgehen, sonst passiert eben genau das. Das Ganze hat mittlerweile so ein Ausmaß angenommen, dass er kurz vor dem Point of No Return steht, falls er den nicht schon längst überschritten hat für viele. Soll heißen, egal ob ein Statement abgegeben wird oder nicht, für viele Zuschauer hat er sich auf die Seite von YouTube katapultiert, wo du eigentlich nicht so gerne sein möchtest. In die Ecke, in der du Bockmist bauen kannst und die Leute nicht schockiert oder sauer sind, sondern resigniert. Dieses Gefühl von ach, der hat schon wieder Mist gebaut, kennt man ja nicht anders. Damit schreckt man nämlich nicht nur Zuschauer, sondern auch Werbepartner potenziell ab. Das ist wahnsinnig schade. Ich mochte Leroys Kanal nämlich wirklich mal gerne und so geht es wahrscheinlich vielen anderen, die hier gerade zuhören. Insgesamt ist mir sein Vorgehen ein absolutes Rätsel. Eine Bibi zum Beispiel hat auch nie auf Kritik reagiert, aber die hat auch nicht so einen Riesendung produziert, dass es zwingend notwendig gewesen wäre. Wenn man schon nicht aus moralischen Gründen Sachen einsieht und oder ändert, Titel und Thumbnail von WW2-Videos sind nach wie vor unverändert, ne, er belügt seine Zuschauer immer noch, dann doch wenigstens aus Businessgründen. Leroy ist halt ein Geschäftsmann, aber bei aller Liebe wirklich kein guter. Weil es ist nämlich auch aus Business-Sicht eine katastrophale Entscheidung, so vorzugehen. Aus jeglichen Blickwinkeln. Ich verstehe beim besten Willen nicht, warum er seinen eigenen Kanal so verramstattelt. Kommen wir zum zweiten Teil dieses Videos. Erinnert ihr euch noch an den ersten Skandal, den Leroy hatte? Ich glaube, es war der erste. Ich bin mir so zu 80% sicher. Wehe mir, er hatte vorher schon einen. Jedenfalls hatte er Anfang August 2022 eine brillante Idee für sein Wie ist das Format. Da konnte man gar nicht erahnen, dass das nach hinten losgehen könnte. Er dachte sich, ich mache jetzt mal ein Wie ist das, seinen Hund zu f***en? Dafür hat er so einen Shitstorm kassiert, dass er das Video sogar gelöscht hat. Entweder weil er das bis dato noch nicht gewöhnt war, Ärger zu bekommen für seine Videos, weil er wirklich dermaßen zerrissen wurde, dass es keinen anderen Weg gab, oder weil Funk interveniert hat. Letzteres glaube ich nicht. Funk hat das Video nämlich noch beworben mit den Worten, dass Leroy versucht, diese ungewöhnliche Neigung zu verstehen. Das ist keine ungewöhnliche Neigung, das ist eine Straftat und Tierquälerei. Was damals besonders sauer aufgestoßen war, ist die Person, die er sich da eingeladen hat, mit Namen Michael. Dieser Kerl hat nämlich einige Dinge von sich gegeben, die auf keine Kuhhaut gehen, und war ziemlich überzeugt davon, das Richtige zu tun, und hat sich seine Taten dermaßen bescheuert moralisch zurechtgeschoben und gerechtfertigt. 0,0 Einsicht. Also nicht nur das Was, sondern auch das Wer, welche Person war in diesem Video ein großes Problem. Und natürlich waren Leroys Moderationskünste auch schon damals verhaltener Natur, nenne ich es mal. Das Einzige, was ich dazu finden konnte, ist die Reaction von Imp. Wir spielen mal ein paar Sekunden ab. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet. Wir gehen los und treffen Michael und Comet. Ja gut, brauchen wir eigentlich doch nicht machen. Ich meine, diesen hochkritischen Michael hat er ja nicht nochmal eingeladen. So fernab jeglichen Gespürs für richtiges Handeln kann er doch gar nicht sein. Und wie er kann. Wie ging das Zitat nochmal? Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Womit ich Leroy nicht unterstellen will, dass er wahnsinnig sei. Keineswegs, das wäre eine unangebrachte Pathologisierung. Aber die Idee, dieselbe Person, für die man damals schon Ärger bekommen hat, nochmal einzuladen, ist wahnsinnig. Und zwar wahnsinnig dämlich. Zur Erinnerung, da kamen unter anderem solche Aussagen bei rum. Wie gewährleistest du, dass du den Tieren nicht wehtust? If it doesn't fit, don't push. Was? Bitte nicht. Wie er auch noch lacht. Mir platzt gleich wirklich die Halsschlagader. Oder solche. Wenn du Glück hast, ist er ganz drin. Wenn er zwischendrin stecken bleibt, ja, dann gibt es da so einen Hydraulikeffekt.
so einen hydraulischen Dehneffekt. Dieses zufriedene Grinsen in so einem Kontext, das drückt Knöpfe bei mir, von denen ich nicht wusste, dass sie gedrückt werden können. Headset-Wurf-Knöpfe. Jedenfalls sitzt dieser Michael da schon wieder und wir gucken uns jetzt ein paar Ausschnitte des Videos an. Ich musste mir sofort an den Kopf packen, aber wegen einer Aussage von Leroy. Er sagt auch, dass Zoophilie keine Tierquälerei ist. Mein anderer Gast Stefan sieht das ganz anders. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle rhetorisch zu hohe Anforderungen stelle, aber Leroy ist halt ein verdammt riesiger Kanal und wenn man solche Themen schon unbedingt behandeln möchte, dann sollte man auf sowas meiner Meinung nach achten. Er spricht hier von Meinungen. Auch in der Infobox steht das. Stefan, ein Tierschützer, ist anderer Meinung. Das hat nichts mit einer Meinung zu tun. Es ist faktisch belegbar, dass es Tierquälerei ist. Das Problem hier ist, dass Leroy damit den Anschein erweckt, als wäre das eine debattierbare Position. Und nicht nur damit, natürlich auch mit anderen Sachen. Hört ihr gleich im Video. Wenn du sagst, der Himmel ist grün mit Schleifchen dran, dann ist es keine Meinung, sondern Bullshit. Man kann nicht die Faktenlage leugnen und das als Meinung abstempeln. So funktioniert das einfach nicht. Es wird ja auch im juristischen Kontext unterschieden zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungen. Ja, für Tatsachenbehauptungen kannst du eher in Schwierigkeiten kommen. Leroy hat im ein Jahr alten Video mit Michael übrigens erwähnt, dass da jährlich tausende über tausende Tiere dran sterben. Bei Hunden, die aufgrund von dem, was Michael für normal und Sitte erachtet, ihren Besitzer weggenommen werden, lassen sich nicht nur körperliche Verletzungen feststellen, sondern auch psychische. Und das nicht zu knapp. Jetzt sprechen wir heute über ein Thema, was ich, das sage ich ganz ehrlich, kaum bisher irgendwo mal gesehen habe. Warum, glaubt ihr, ist das so? Haben wir irgendwie als Gesellschaft Angst davor oder ist dieses Thema so unangenehm? Was bewegt die Gesellschaft dazu, dass sie sagt, so auch unter diesem Video, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wieder Leute auch schreiben werden, warum bietet ihr so einem Thema überhaupt die Plattform? Das passt doch überhaupt nicht, sowas sollte gar nicht besprochen werden, aber ich sehe es total anders, was passiert. Nur warum sind die Meinungen so verschieden? Um mal meine 2 Cent dazu zu werfen. Man kann das definitiv thematisieren und darauf hinweisen, dass so etwas leider passiert. Natürlich, es ist sogar wichtig, das zu tun. Aber bei Leroy, auch innerhalb von das Treffen, haben wir nicht den richtigen Rahmen, in dem so etwas stattfinden sollte. Das ist schlicht und einfach das falsche Format dafür. Die Videoreihe dient nämlich dazu, Meinungen und Ansichten zu debattieren, Sichtweisen aufeinandertreffen zu lassen. Es findet eine ergebnisoffene Diskussion statt, bei dem es dem Zuschauer überlassen wird, wer da gerade richtig liegt. Das ist wie gesagt aber keine debattierbare Position, weil es um Fakten geht, die hier geleugnet werden. Weitergehend handelt es sich immer noch um eine Straftat, die von Leroys Gast hier bagatellisiert, schon fast romantisiert wird und Leroy macht sich als Störer mitverantwortlich, weil er das ins Internet pustet. Man setzt sich doch auch nicht 2 Personen dahin, die darüber debattieren, ob es okay ist, der nächstbesten Person mit einer abgesägten Schrotflinte die Fresse vom Hals zu ballern, weil eine Partei sagt, hey, da passiert doch gar nichts Schlimmes. Mach das doch ruhig, wo ist denn das Problem? Wenn man so darüber redet, wie in diesem Leroy-Video, gibt man dieser Faktenleugnung Nährboden der Legitimität und erweckt den Anschein, als hätte man es hier mit 2 Positionen, die auf Augenhöhe debattierbar sind, zu tun. Ein geeigneter Raum für die Thematisierung wäre beispielsweise eine Reportage, die mit Quellen arbeitet, mit Evidenz, die klar und deutlich Fakten benennt und diese begangenen Straftaten als das hinstellt, was sie sind. Straftaten. Theoretisch wäre es mit Einschnitten möglich gewesen, Michaels Bullshit-Tapes zu widerlegen und ihr somit die Legitimität zu entziehen. Genug Material dafür gibt es nämlich, aber wie wir mittlerweile wissen, hat Leroy kein Problem damit, Falschbehauptungen, die offen in den Raum geworfen werden, zu verbreiten und gibt einen feuchten Kehricht darauf, welche Außenwirkung das haben könnte. Und zack! Wird der Tierschützer im Top-Kommentar angegangen dafür, dass er Michael unterbrochen hat, während der gerade dabei war, seine Straftaten zu romantisieren. Nein, es ist nicht verwerflich, ihn an einigen Stellen zu unterbrechen. Das sollte man sogar, wenn er gerade fortwährend dabei ist, einen Monolog zu halten, dass das doch alles unbedenklich wäre. Das Problem hier ist, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, in einer Diskussion sollte man den anderen wirklich ausreden lassen. Und da liegt eines der Probleme verbuddelt, warum dieses Talk-Format nicht geeignet für das Thema ist. Man darf diesem haarsträubenden Scheiß, den Michael von sich gibt, nämlich nicht ein einziges Fünkchen der Legitimität lassen. Und das macht man, wenn man nicht aus allen Rohren dagegen feuert, wenn er uns gerade erzählen will, wie toll das doch ist. Hat nämlich etwas damit zu tun, dass man Michael gerade bei dem Talk, den er da fährt, eine Nulltoleranz entgegenbringen sollte. Ein Bato TV ist doch auch nicht debattierbar. Wenn der Tierschützer das wiederum macht, seht ihr ja, steht er unberechtigt bei einigen Trotteln, die nicht nachdenken, in einem schlechten Licht da und wird von denen als unsympath angesehen, was wiederum Michael besser dastehen lässt.
kommunikative Außenwirkung. Und wenn ihr denkt, dass niemand das so sieht, guckt in die Kommentare. Ich habe ja schon einiges eingeblendet. Kommentare gegen die Gäste können ja tatsächlich geschrieben werden. Nur sobald es halt gegen Leroy geht, auch nur ein Quäntchen, dann fliegt das ganz schnell raus. Den Kommentar von KuchenTV hat er aber tatsächlich stehen gelassen. Alles andere wäre aber auch wirklich dämlich gewesen, weil man davon ausgehen kann, dass 2 Sekunden später, wenn ein Kommentar weg wäre, das Video schon am Rendern ist. Wie gesagt, schaut in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass es niemand so sieht. Ihr dürft halt nicht vergessen, es besteht eine hohe Chance, dass es sich beim nächsten Internetnutzer, dessen Weg ihr kreuzt, um den Volltrottel handelt. Wer von euch, wenn ihr Tierschutzaktivist wärt und das euer Schwerpunkt ist, hätte ruhig daneben sitzen können, wenn ein einschlägiger Straftäter gerade dabei ist, schwersten Tiermordsinn als etwas Schönes und Positives von einem riesen Publikum darzustellen. Ha? Es wäre obsolet, diesen Punkt jetzt weiter zu erklären. Ich denke, die Botschaft ist angekommen. Mir ist wirklich zwischendurch der Arsch geplatzt. Ey, Stefan hält einen absolut soliden, logischen Talk, arbeitet mit Fakten und erklärt minutiös, warum die Tiere extrem stark durch Michaels Aktivitäten leiden und was die schlimmsten Konsequenzen für die Tiere sind. Und Michael leugnet das einfach. Meanwhile, Leroy. Ihr dürft nicht vergessen, auch wenn er der Moderator ist, kann und sollte er bei sowas intervenieren und seine Autorität als Gesprächsleiter nutzen. Wäre halt wirklich das Bare-Minimum gewesen, wenn man sich entgegen aller negativen Seiten trotzdem dafür entscheidet, dieses Video hochzuladen. Zu erwähnen, dass Herr Matata das mal wieder nicht getan hat, kann ich mir schenken. Allzu viele Surprise-Pikachu-Faces werde ich wahrscheinlich nicht damit hervorlocken. Wollt ihr mal hören, was Michael der Erklärung vom Tierschützer entgegnet? Wie sage ich das jetzt? Du hast natürlich einen anderen Aspekt, einen anderen Blickwinkel auf die Sache, weil bei dir als Tierschützer gerade die Fälle auftauchen, wo Hunde oder andere Tiere vergewaltigt worden sind. How about, halt doch einfach mal den f***ing Schnabel dicht. Versucht er gerade ernsthaft den Punkt zu machen, dass der Tierschützer eine falsche Perspektive darauf hat, weil er ja nur die Hunde sieht, die dabei verletzt wurden? Und will er uns gerade implizit verkaufen, dass negative Folgen für das Tier eine Seltenheit wären? Das ist so unfassbar low, Alter. Ich brauche ein Wort, um das zu widerlegen. Ein einziges. Dunkelziffer. Die Frage ist eher, wie vielen Tieren geht das so, die nicht gerettet werden konnten? Tierhalter, die nicht erwischt wurden, weil sie das Leid der Tiere verstecken konnten, beziehungsweise es niemandem aufgefallen ist. Eine zerstörte Psyche sieht man den Hunden auf den ersten Blick nicht unbedingt an. Wenn Hunde, denen so etwas angetan wurde, irgendwann mal ein Kind zerfleddern, weil sie komplett verstört sind, seid ihr darüber bewusst, wer die Hauptschuld daran trägt, Michael. Als nächstes baut Leroy das Placement ein. In dem Placement geht es darum, Datenmissbrauch im Internet vorzubeugen. Kann man machen, kommt aber ein bisschen komisch, wenn man das im selben Video macht, indem man Tier auch eine Bühne bietet. Anfangs hat er auch noch dieses Donation-Baiting gemacht. Guck mal hier, ich habe 500 Euro gespendet, bitte mögt mich jetzt wieder. Und seid nicht sauer, weil ich das Video hier uploade, bla bla. Ich habe schon in anderen Videos gesagt, selbst wenn eine Spende für den guten Zweck zu 100% aus eigennützigen Intentionen erfolgt, ist es dennoch Geld, das einem guten Zweck zugeführt wird. Und daher ist das auch nichts, was ich wirklich angreifen möchte. Aber 500 Euro ist schon ein bisschen wenig für das, was du damit verdient haben wirst, Leroy. Seien wir mal ehrlich. Nur meine Meinung, es ist zu 100% okay, mir hier zu widersprechen. Aber wenn man damit flext, in der 30er Forbes-Liste zu stehen, weil man so erfolgreich ist und so viel Kohle verdient, kann man schon ein paar Kröten mehr locker machen. Das ist nur meine Meinung, wie gesagt, könnt ihr mir da widersprechen. Es kommt halt auf die Verhältnisse an. Ein Geschenk von jemandem, der 100 Euro zur Verfügung hat, das 10 Euro wert ist, ist was anderes, als wenn ein Millionär ein 10-Euro-Geschenk macht. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Bei der folgenden Szene war Feierabend bei mir. Komplett. Der Tierschützer konfrontiert Michael mit der naheliegenden Frage, woran er festmacht, dass der Schäferhund oder Rottweiler von ihm das wirklich möchte. Es ging nämlich gerade darum, dass Michael wieder versucht hat, uns zu erklären, dass es doch keine negativen Folgen hätte gegen jegliche Evidenz. Und man das Tier mit in Urlaub nimmt, das ist ja soweit gut, aber die Leute haben eben keine sexuelle Beziehung mit dem Tier. Für die Tiere ist das kein großer Unterschied. Ja, woran machen Sie das aus, ob der Hund, mit dem Sie zusammen waren, ob das jetzt der Rottweiler war oder der Schäferhund, mit Ihnen eine sexuelle Beziehung haben wollte? Ganz und einfach. Dass das sein Wille ist, ganz sein einfach. Wunsch ist und er daran Spaß hat. Bevor Michael diese Frage beantwortet, zieht er das Ganze noch ins Lächerliche. Leroy hat nämlich was gesagt. Oh Wunder. Er wiederholt halt exakt das, was der Tierschützer 10 Sekunden vorher fragte, nur in eigenen Worten. Dem entgegnete er: Wie machen das denn Menschen? Menschen sprechen die, darüber. Die machen vorher einen Vertrag. Menschen machen keine Verträge. Willst du mich verarschen? Ist das der Hügel, Michael? Ich brauche jetzt nicht Bienchen und Blümchen erklären, um das zu widerlegen. Der will uns nicht ernsthaft verklickern, dass man da Mensch und Tier komplett vergleichen kann. Es bedarf keiner weiteren Worte. Dass der sich selbst nicht auslacht für seine Takes und dann auch noch patzig wird. Aber das kann man doch durch Körpersprache und Handeln
Ja, dass man sich zum Beispiel dann, erst wenn man spielt und dann, wenn man spielt, kommen irgendwann unweigerlich auch, zumindest vom Rühn, irgendwelche sehr getönten Spielchen. Wenn man sich dann anbietet und der Hund geht darauf ein, dann sehe ich nicht, warum ich da jetzt noch einen Vertrag machen sollte. Mir fehlen die Worte. Hält er sich für einen Tiermentalisten? Was ist denn das für ein Müll? Der behauptet, wenn man mit einem männlichen Hund spielt, kommen unweigerlich zu 100% irgendwann Zeichen vom Hund, dass er will. Ich bin kein Hundehalter, aber das wage ich doch mal ganz stark zu bezweifeln. Michael interpretiert das ja. Er redet von der Körpersprache der Tiere, aber woher will er denn wissen, dass er da genau richtig liegt? Dieser Bockmist stößt selbstredend auf Widerworte und wird nach allen Regeln der Kunst vom Tierschützer zersäbelt. Und dann interveniert Leroy. Allerdings leider für den Falschen. Ich verstehe die Emotionalität total. Und das ist auch, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das ist ein aufgeladenes Thema. Ich bemühe mich total, hier auch die neutrale Mitte zu wahren. Red Flag, Red Flag. Leroy, Neutralität waren per se völlig in Ordnung, ne? Es gibt aber Themen, bei denen Neutralität absolut unangebracht ist. Zum Beispiel, wenn Fakten geleugnet und Straftaten legitimiert werden. Ich sag's zum 20. Mal. Dann hat man als Moderator nicht die Aufgabe, stur zu lächeln und zu winken. Da muss man dazwischengrätschen und seinen Job machen. Moderieren. Dafür sitzt du da. Zu betonen, dass man versucht, in der Mitte zu stehen, verleiht der Position von Michael erneut Legitimität und suggeriert, dass es da einen Boden gibt, auf den man sich stellen kann, dass das zwei Positionen auf Augenhöhe sind. In dem Fall kann man tatsächlich von False Balancing sprechen. Stellt euch mal vor, wir sind gerade in der Schule. Ein Schüler, Person A, klaut dem anderen, Person B, nach dem Spielen die Pokémon-Karten und zieht ihm auch noch Taschengeld ab. Der Schüler B geht zum Lehrer und bittet um Hilfe. Der Pokémon-Kartendieb denkt sich irgendwelche dämlichen, unsinnigen Ausreden aus, warum er diese Karten doch behalten darf und warum das doch okay ist. Schüler B fängt an zu weinen. Wie soll der Lehrer, der zur Neutralität verpflichtet ist und jeden Schüler gleich zu behandeln hat, auf das Unrecht reagieren? Antwort A. Neutral sein und dem weinenden Schüler sagen, hey, hör dir doch einfach mal an, was A zu sagen hat. Vielleicht hatte er ja ganz gute Gründe, warum er dir die Karten geklaut hat. Oder B. Die Neutralität aus guten Gründen brechen und sich gegen das Unrecht positionieren und auf die Seite von Schüler B stellen. Eine Aufforderung tätigen, die Missetat zu unterlassen und die Karten zurückzugeben. Leroy wählt Option C. Sich auf die Seite von der Person stellen, die strafbare Handlung begeht. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass du da sehr brodelst und das ist total okay, aber wir müssen Michael heute auch zu Wort kommen lassen, dass er aussprechen kann. Wisst ihr, was daran besonders absurd ist? Es war nicht der Tierschützer, der dem anderen ins Wort gefallen ist. Michael wurde zwischen seines Monologes eine berechtigte kurze Zwischenfrage gestellt. Ja, es war aber nötig, die dort zu stellen, weil er einfach nicht aufgehört hat zu reden und eine falsche Behauptung an die andere gehängt hat, ohne Punkt und Komma. Wenn der Schützer das nicht getan hätte, wären einfach weiter und weiter, ein Punkt nach dem anderen, rausgerotzt worden, ohne die leiseste Form von Gegenwind zu bekommen. Ihr kennt das doch sicherlich in Diskussionen, wenn der andere einen verbal überfahren möchte und 10 Punkte gleichzeitig aufmacht. Das ist in einem Gespräch unerträglich, weil man höchstens auf 1-2 Punkte eingehen kann und die anderen unbeantwortet bleiben. In der Öffentlichkeit wiederum, wie in diesem Video, werden solche Schwachsinnsargumente dann einfach nicht eingeordnet. Sie bleiben stehen. Man vergisst bei so einem Schwall halt auch einfach, was einem da alles an den Kopf geworfen wurde. Mal abgesehen davon, dass es falsch ist, was Herr Matata da behauptet, weil der Tierschützer der ist, der anfangs unterbrochen wurde, als Michael seinen Monolog begonnen hat. Bei 18:57 kam die erste Unterbrechung von Michael. Geschlossenen Türen passiert. Und natürlich, wenn Das war aber auch nicht das einzige Mal bei dem, was der Tierschützer da versucht zu sagen. 15 Sekunden später wurde ihm wieder in den Satz gefahren. Zu wild, zu hart, wie auch immer. Das ist ein ganz großes Problem. Natürlich. Und natürlich möchte Jeder Rüde springt weg. Also ich sehe nicht, warum Leroy den Tierschützer rügt. Die Zwischenfrage wurde gestellt, als Holzmichel den 5. Punkt nacheinander aufgestellt hat. Wie viele Unsinnsthesen soll er denn noch hintereinander rausrotzen, bevor ihm mal Kontra geboten werden darf, damit diese nicht unbeantwortet bleiben, ha? So funktioniert ein Gespräch nicht. Bleib bei einem Punkt und lass den anderen darauf eingehen, bevor du zum nächsten springst. Schauen wir mal, wie die Intervention weitergeht. Weil ich möchte, dass Austausch stattfindet und das funktioniert nur, wenn du auch mal deinen Gedankengang vollenden kannst. Und du mach dir eine kleine Notiz und dann kannst du gerne wieder anfangen. Ich erinnere euch, dass Matata am Anfang des Dazwischenfunkens sagte, ich bemühe mich ja, Neutralität zu wahren, aber das in Kombination mit Leroys vorherigen Worten, eieiei.
Das impliziert ja, dass der Tierschützer so weit ins Klo gegriffen hat, dass es einfach nicht mehr duldbar war, die Neutralität aufrechtzuerhalten. Da geht das auf einmal, da kann er die brechen. Das kippt absolut in die falsche Richtung. Vorher hätte das 10-mal gemacht werden müssen, aber andersherum. Was zum Teufel ist da los? Erst beschwere ich mich, dass Leroy gar nicht moderiert, jetzt macht er das mal und ich wünschte mir, er würde es wieder sein lassen und weiter den Stein in der Mitte spielen. Und wisst ihr, was der springende Punkt ist, den Michael machen wollte? Das, weswegen Leroy die Gegenpartei gerügt hat? Ich glaube nicht, dass da der Hund für die Bedürfnisse des Menschen benutzt wird, ja, sondern eher, dass dem Tier dann etwas geboten wird. Das ist also positiv. Nee, Alter, sorry. Ich bin offiziell sprachlos. Leroy hätte hier einspringen können, weil das Gesabbel von Michael einfach gar nicht klar geht und 500 Kilometer daneben ist. Und der Tierschützer sitzt da still und hört zu, kann nichts sagen, weil Michael nicht aufhört zu reden und er bereits vorher dafür gerügt wurde, eine Zwischenfrage zu stellen. Michael redet deutlich über eine Minute am Stück und stellt erneut mehrere Theorien auf, die man widerlegen müsste, aber nicht kann, zumindest wenn man sich keine Notizen macht, was alles erzählt wurde. Übrigens fällt Michael selbst dem Moderator ins Wort und lässt ihn nicht ausreden. Schaut euch das mal an. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis, deshalb versuche ich euch manchmal so ein bisschen... Mit der Gewaltschiene, ja, und der Dominanz. Ich kann mir nicht erklären, warum Stefan in den Kommentaren dafür angegangen wird, dass er unterbricht. Michael macht das viel öfter. Vielleicht liegt das wirklich daran, dass Leroy gezielt ihn dafür gerügt hat, die andere Partei ausreden zu lassen. Wenn nicht, frage ich mich halt einfach, welches Interview die Kommentatoren da gesehen haben. Ich fokussiere mich gerade übrigens ganz bewusst auf die sprachlichen sowie die False Balancing Aspekte, weil die Fässer, die Michael aufmacht, so haarsträubend utopisch sind und sich immer wieder im Kreis drehen. Die Punkte werden wieder und wieder gebracht, nur in einer anderen Farbe. Ich könnte halt einfach immer wieder dasselbe sagen. Seine Argumentationsstruktur basiert halt auf Bauchi-Bauchi und das ist ja meine Privattheorie. Das hat er sogar wortwörtlich so gesagt. Außerdem beantworten sich die aufgestellten Behauptungen eigentlich auch von selbst. Ich brauche ja auch niemanden erklären, bei welcher Ampelfarbe man drüber laufen darf. Das Video endet mit Michael, der anmerkt, dass er auch nochmal etwas sagen möchte zum Schluss. Damit es auch ja hängen bleibt, ne? Er sagt nämlich, er wäre doch auch für den Tierschutz. Und dann bedankt sich Leroy, dass er dabei war. Der Part ging jetzt wirklich viel zu lang, deshalb machen wir uns auf zum letzten. Es tut mir übrigens leid, dass meine Stimme gerade ein bisschen schwächelt. Ich nehme schon wieder über eine Stunde auf, weil ich zu dämlich zum Sprechen bin. Seht's mir nach. Anfangs erwähnte ich bereits, dass Herr Matatas schattige Geschäfte, die ich innerhalb meines letzten Videos über ihn kritisierte, noch schlimmer seien, als ich anfangs dachte. Und zwar, weil ich etwas übersehen habe. Erinnert ihr euch an die letzten Worte der Placement-Kritik aus dem Video? Ich persönlich bin leider nicht imstande, die hundertprozentige Seriosität auf faktischer Ebene zu analysieren. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist die Parallelen zu der Causa Red aufzuzählen. Das hat sich mittlerweile geändert. Versteht mich nicht falsch, ich bin immer noch durch und durch eine hohle Nuss, was Investitionen, Kryptowährungen und Trading angeht. Das wird sich so schnell wahrscheinlich nicht ändern, weil es überhaupt nicht meine Welt ist. Aber vielleicht hat mir jemand nach meinem Video geschrieben, der sich sehr gut damit auskennt. Ich kann nur sagen, Alter, hätte ich vorher gewusst, was Leroy da wirklich abzieht, hätte es erst recht gerappelt. Nicht nur bewarb Leroy mit der Werbung für den Kryptokerl, dem man zwingend folgen musste, wozu man aufgefordert wurde, damit man partizipieren konnte, über ihn höchst riskante, gefährliche Trading- und Investitionsmöglichkeiten mit Hebelangeboten jenseits von Gut und Böse, sondern auch ein Casino, ein Krypto-Casino, um genau zu sein. Das, wie fishy Leroys Placement wirklich ist, wie Leute möglicherweise in potenziellen Totalverlust gebaitet werden und mehr, hört ihr jetzt. Liebe Grüße aus München, danke an der Stelle für die Einladung. Wir hoffen, dass wir zur Aufklärung ein bisschen beitragen können. Erstmal vorweg, alle drei Angebote, die hier beworben wurden, sind extrem risikoreiche Angelegenheiten, die wirklich absolut nicht geeignet sind für Anfänger und zwei von dreien sind in unseren Augen wirklich reinster Gamble. Also eines ist es sogar im wahrsten Sinne. Da wir in der Vergangenheit innerhalb unserer Experimente öfters auch so Kryptoangebote getestet haben, fange ich bei den beiden mal an. Du hattest uns ja diesen Screen aus der Telegram-Gruppe geschickt, wo der Meme-Coin CGen promotet wurde. Dahinter steckt das Projekt Captain Kack AI. Ja, das heißt irgendwie wirklich so. Die Idee ist anscheinend, eine KI zu entwickeln, die den Verlauf von NFT-Projekten berechnen will. Mal davon abgesehen, dass der NFT-Markt nahezu tot ist derzeit, scheint auch noch nicht wirklich was zu funktionieren. Weshalb, wenn man jetzt den Graphen, also den Coin-Verlauf sich anschaut, man schon irgendwie an einen Pump and Dump denkt. Sprich, man erwirbt günstig einen Coin, lässt ihn dann einfach hochhypen, zum Beispiel durch Influencer, gekaufte Presseartikel, Giveaways und verkauft dann, wenn viele Follower sich eingekauft haben.
Man selbst geht dann dick mit Profit raus und bei so umsatzschwachen Coins können eben auch diese kleineren Umsätze prozentual einen großen Unterschied machen. Der Rest hat dann nahezu Totalverlust. Der Coin hat außerdem kein White Paper, wie man hier sieht, sprich es gibt keinerlei Nachweise für die Utility, also den Nutzen. Wofür braucht man den wirklich? Er ist dementsprechend auch bei keiner größeren Börse gelistet und man kann ihn nur bei Uniswap V2 erwerben. Unter Holders sieht man, dass es insgesamt gerade einmal 66 Menschen gibt, die überhaupt welche halten. Und eine Person hat 40% der Coins, die im Umlauf sind. Und der Verlauf ist anhand des Graphen auch komplett nachvollziehbar und für jeden einsehbar. Am 1. Oktober wurde er hochgehypt, viele haben sich eingekauft und ein paar Stunden später ist er enorm gedroppt, weil einfach größere Summen verkauft wurden. Das gleiche passierte dann nochmal am 2. Oktober. Von dort an kam er nicht mehr auf die vorherigen Werte und schlussendlich ist er am 5. Oktober völlig abgeraucht, weil der Halter mit seinen knapp 14.000 Dollar hier, was auch die höchste Position war, rausgegangen ist. Und da muss man sagen, ist schon recht offensichtlich, wenn zweimal am selben Tag der Coin hochgeht und wieder runter. Das ist kein normaler organischer Verlauf, zumal es ja auch keine Berichte oder irgendwelche Pressemitteilungen gab, die den Markt irgendwie beeinflussen konnten. Projekt 2 ist ein Multi-Chain-Krypto-Casino namens Degenwind. Das ist momentan im Presale und mal davon ab, dass es sich dabei um Glücksspiel handelt und wir sowieso einen großen Bogen machen würden, gibt es hier aber zumindest einige Berichte, dass sie wohl Lizenzen haben. Es sieht, das muss man fairerweise sagen, im Vergleich zu dem Meme-Coin jetzt auch nicht aus wie ein Projekt, was irgendwie in 24 Stunden hochgezogen wurde und einfach nur Schein ist. Auf der Website kann man sich als Ambassador bewerben, habe ich gemacht, aber keine Antwort bekommen. Dadurch kriegt man dann aber einen Raffling und das erklärt halt auch die ganzen Reviews hier beispielsweise auf YouTube. Es ist also eine Plattform, die Menschen süchtig machen kann. Wir haben zusätzlich noch den volatilen Kryptomarkt und egal wie man das jetzt bewertet, ist es ein mehr als risikoreiches Investment, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Das an Leute zu bewerben, die keine Ahnung davon haben, ist schon ziemlich fatal. Projekt 3 ist BingX, eine Plattform, auf der man Copy-Trading betreiben kann. Die Idee ist hier, dass quasi erfolgreiche Trader sich anmelden, die traden dann über die Plattform. Man selber, wenn man nicht so viel Ahnung hat, kann mit einem Knopfdruck diese Leute einfach spiegeln und dafür drückt man eine Gebühr ab. Wir haben selber ein paar Videos dazu gemacht und gezeigt, dass so einfach, wie es promoted wird, es aber nicht ist. Erstens braucht man eine gewisse Summe, um überhaupt mitzumachen, da die Gebühren einen sonst auffressen. Ich musste zum Beispiel mal von ursprünglich 5.000 Euro, was auch schon ein heftiges Investment ist, auf 7,5 aufstocken, weil der Trader, den ich kopiert habe, auf einmal mehr Trades eröffnete, die alten aber nicht geschlossen hat und dadurch einfach mein komplettes Guthaben gebunden war. Zweitens nutzen einfach nicht ganz so erfolgreiche Trader solche Plattformen, damit sie durch den Kopierbonus irgendwie ins Plus kommen, traden aber selber unprofitabel. Das haben wir beispielsweise in der Naga-App mal nachweisen können. Da gab es einen Trader, der sah von außen mega gut aus, war auch immer in den Rankings, aber dann hat man gesehen, dass insgesamt die Leute, die ihn kopiert haben, 6 Millionen Dollar im Minus waren. Also er dafür gesorgt hat, dass diese Leute über 6 Millionen Dollar verlieren. Das ist anscheinend bei BingX nicht so, weil der Trader wohl nur 8-20% vom Profit Share bekommt. Das heißt, dass er schon irgendwie den Anreiz haben sollte, die Trades so zu machen und anscheinend auch seine Gebühr davon abhängig ist. Und drittens ist das Ganze auch steuerlich nicht ganz so einfach. Wir haben im Video dazu einen Experten befragt, würde jetzt hier den Gastpart sprengen, aber ich kann nur so viel sagen. Geh mal davon aus, dass viele dieser Trader irgendwie in Dubai oder irgendwo im Ausland sitzen, man selber aber natürlich auch auf die Trades, die man kopiert, gut Steuern zahlen muss. Und das kann jeder einfach selber mal nachrecherchieren. Es gibt viele Statistiken und Berichte, dass tatsächlich nur 1% aller Trader weltweit profitabel sind. Es ist halt immer die große Frage, ob diese Leute dann irgendwie bei BingX, Naga und so weiter am Start sind oder vielleicht eher Leute, die Reichweite haben oder über dritte Personen sozusagen versuchen, mit diesem Kopierbonus und den Gebühren irgendwie ins Plus zu kommen. Soweit die Einschätzung von uns. Das ist haarig. Also fassen wir das Ganze nochmal in Nerosprech, wahlweise kann man es auch Trottelsprech nennen, zusammen. Was hat Leroy da beworben? Möglicherweise ein Coin-Pump in Dump, heißt ein Bait in den Totalverlust, eine absolut ekelhafte Raubtiertaktik. Der Profit, den man so macht, ist nämlich nur möglich, weil man andere in den miesen Verlust reingeködert hat, sie dazu überzeugte, Geld in etwas zu stecken, was dann komplett abkackt und dadurch für den mit den dicksten Anteilen Profit abwirft, weil der vorher verkaufen konnte. Dazu kommt noch höchst unseriöses Business-Geblubber, romantisiertes Copy-Trading ohne Warnhinweis und dass das ganz, ganz böse ins Auge gehen kann, das wissen wir. Und dann auch noch obendrein dieses Krypto-Casino. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ich denke, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir auf jeden Fall mal einen Punkt in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid.
Dann weiß ich, wer die echten G's hier sind. Und damit wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Gehabt euch wohl, euer Herr Nerzotheim.